Hallo meine Lieben, heute gibt es ein Rezept meiner Heimat und zwar polnische Klöße, so wie ich sie von meiner Mama gelernt habe. Da gibt es bestimmt ganz viele Arten der Zubereitung, aber ich zeige euch, wie ich es von zu Hause aus kenne. Und hier sind auch schon die Zutaten, die wir dafür benötigen. Ich habe hier vorgekochte, festkochende Kartoffeln, also die habe ich in Salzwasser abgekocht. Dann benötigen wir noch Kartoffelmehl und ein Ei. Falls ihr eine Kartoffelpresse habt, dann nehmt diese auf jeden Fall zur Hand. Das geht viel schneller damit. Ich habe zum Glück den Fleischwolf meiner KitchenAid nutzen können. Ansonsten hätte ich mir jetzt extra eine Kartoffelpresse kaufen müssen. Aber so hat das Ganze auch wunderbar funktioniert. Aber wie gesagt, wer eine Kartoffelpresse hat, der sollte die auf jeden Fall benutzen. Nachdem dann alle Kartoffeln schön durchgepresst wurden, nehme ich mir einen großen Löffel und drücke sie auf gleicher Höhe fest zusammen. Also da muss wirklich alles gleich hoch sein. Und dann nehme ich ein Pizzastück raus. Also ich kann euch jetzt da keine genauen Grammangaben zu sagen, weil wir das wirklich immer Pi mal Daumen machen. Es ist auch nicht schlimm, wenn man ein bisschen weniger oder mehr nimmt, also das macht wirklich nichts. Das Ei kommt natürlich auch noch mit dazu, denn das sorgt für die Bindung. Und dann verknete ich alles schön gleichmäßig miteinander. Dafür nehme ich mir immer einen Handschuh, weil die Masse ja noch recht heiß ist. Auf Salz verzichte ich hier, weil ich ja bereits das Salzwasser der Kartoffeln gesalzen habe und auch nachher in das Kochwasser auch noch mal ein bisschen Salz gebe. Und nun geht es ans Formen meiner Klöße. Und zwar nehme ich mir da immer so Kugeln, rolle sie dann zusammen und drücke sie ein wenig platt. In die Mitte kommt dann ein kleines Loch und zwar ist das dafür, dass die Soße dann schön einsinken kann. Ich muss dazu sagen, ich habe die Klöße bereits einen Abend vorher zubereitet, denn die lassen sich auch wirklich gut vorbereiten. Die habe ich dann über Nacht in den Kühlschrank gegeben. An dieser Stelle könnt ihr sie aber auch einfrieren und so habt ihr immer zum Sonntagsessen ein paar Klöße da, die ihr dann einfach nur noch aufkochen müsst. Am nächsten Tag habe ich dann reichlich Kochwasser in einem großen Topf aufgekocht und gebe dann nacheinander meine Klöße mit hinein. Ihr müsst einfach nur darauf achten, dass sie wirklich viel Platz haben und schwimmen können, denn sobald sie fertig sind, schwimmen sie dann nach oben und dann wisst ihr, dass sie fertig sind. Bis zum Servieren lasse ich die Klöße dann aber noch im Kochwasser. Ich schalte dann nur den Herd raus und ein Tipp von meiner Mama, also sie sagt, wenn man in die fertigen Klöße, die quasi noch im Wasser ruhen, ein großes Glas kaltes Wasser gibt, erhalten die Klöße einen schönen Glanz. Angerichtet sieht das Ganze dann so aus. Ich habe dazu leckere Putenrouladen gemacht mit einer Champignonsauce und natürlich darf Rotkohl bei diesem Menü nicht fehlen. So, fertig ist dann das leckere Menü. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr es mal nachmacht. Übrigens, das Video zu den Putenrouladen stelle ich parallel mit den Klößen online. Dann könnt ihr alles zusammen nachkochen. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.